Eine Originallocke Büchners geschützt unter Fensterglas. Näher kann man dem Dichter, Schriftsteller und Naturwissenschaftler nun wirklich nicht kommen. Ein originalgetreuer Nachbau seines berühmten Züricher Sezier-, Schreib-, Schlaf- und Sterbezimmers ist eines der Highlights der Ausstellung anlässlich des Büchner-Gedenkjahrs. In dieser Ausstellung erwartet Sie, dass Sie in Georg Büchners Welt eintauchen können mit allen Sinnen. Sie bekommen Bilder vor Augen, die Büchner gesehen hat. Sie hören Töne, die Büchner gehört hat. Das heißt, mir ging es wirklich darum, dass man ganz nah herankommt an diesen Menschen, der ja vor 200 Jahren geboren ist. Da sagt man erstmal, okay, ganz schön lange her und was hat das heute noch mit uns zu tun? Aber das Spannende ist, je mehr man, glaube ich, hier in diese Räume hineingeht und je mehr man durch die einzelnen Kapitel, die ja biografisch und thematisch sind, sich durchbewegt, merkt man, dass da doch ganz vieles dabei ist, was uns heute immer noch umtreibt. Eigens für die große Schau wurden die Ausstellungsräume im Darmstadium aufwendig hergerichtet. Und das über mehrere Monate. Wo die Vorbereitungen vor rund 8 Wochen noch im vollen Gang waren, erstrecken sich nun auf rund 1000 Quadratmetern Fläche um die 400 Ausstellungsobjekte. Sie sollen einen ganz neuen Blick auf Büchners Person und Schaffen eröffnen. Und das mit allen Sinnen. Wortausstellen, das heißt natürlich, wir gehen mit den Schriften an der Wand um. Man kann es lesen, man kann es hören im Audioguide, aber eben man kann auch eigentlich körperlich spüren, wie das ist, weil es gibt eben wirklich eine reale Guillotine von 1815, vorher noch in Verwendung, aber dann 1815 eben dann außer Dienst gestellt, die eben hier steht, mitten auf dem Revolutionsplatz bei Dantons Tod. Es gibt eine große Druckerpresse. Also das heißt, es gibt viele Objekte, die auch wirklich direkt dreidimensional auf einen zukommen und einen mit dieser Zeit von Georg Büchner mit dem Presse, mit dem hessischen Landboten, mit eben dem Sterben, dem Töten und so weiter dann konfrontieren. Geboren in Goddelau, aufgewachsen in Darmstadt, gestorben in Zürich. Georg Büchner ist gerade mal 23 Jahre alt geworden. Doch trotz seines jungen Alters machte er sich mit Werken wie Woyzeck einen Namen als Kritiker sozialer Missstände. Seine Arbeiten faszinieren bis heute. Seine Werke werden auch beim 10., 20. Mal lesen, das können Sie mir glauben, werden die nicht langweilig, sondern man entdeckt immer wieder neue Sachen, die sind zusammengesetzt aus kleinen, brillanten Steinen, die in alle Richtungen funkeln. Je mehr man über sie nachdenkt oder auch nachschlägt, wo kommen denn diese Wörter her, wie sind die vernetzt mit der übrigen Literatur, mit Shakespeare, mit Goethe, mit der Bibel. Man kommt aus dem Suchen, aus dem Finden, aus dem Staunen nicht heraus, wenn man genau liest und auch dabei bleibt, also versucht herauszufinden, was diese Texte bedeuten. Büchners Welt auf knapp 1000 Quadratmetern. Noch bis Februar 2014 kann sie in Darmstadt erkundet werden, bevor sie dann nach Zürich weiterzieht.